Susanne, kannst du anfangen, die Leute sind parat. Aha, hallo miteinander, guten Abend. Heute gibt es etwas Exotisches, einen Nudeltopf mit Garnelen. Für mein Rezept von heute brauche ich diese Zutaten. Susanne, ich möchte nicht reinreden, aber haben wir nicht gesagt, wir machen einen Nudeltopf mit Crevetten? Crevetten, Garnelen, das ist gleich. Ja, ich weiss das schon, aber weißt du, wie es sind? Wir legen mal los. Mhm. Für einen Nudeltopf mit Crevetten mache ich asiatische Marinade. Dann habe ich drin da Sesamöl, Sojasauce, dann gehackte Knoblauch und gehackte Chili. Das miteinander schön verrühren. Und jetzt kommen die Garnelen bzw. die Crevetten dazu. Die kann ich jetzt einfach trainieren und nachher gehen die in den Kühlschrank hier. Während einer halben Stunde werden die dort mariniert. Oh René, ich habe dir gerade eine Arbeit. Du könntest mir die gerade in den Kühlschrank tun. Aha. Klar, mache ich sehr gerne. Danke vielmals. Nebenzu tue ich ein paar Vete ab. Das sind Eigwaren, so flachgerüchte Spaghetti. Und da brauche ich nur eine Upsla, die Hälfte. Susanne, wo ist der Kühlschrank? Der ist da hinten. Ah, weiss ich schon. Ich bin der Chef da. Die tun wir natürlich alle auch noch drin rein, weil die brauchen wir. Knapp weichkochen, das heisst zu al dente. Dann geht es mit dem weiter. Dann habe ich bereits schon den Sesam geröstet im Wok. Den kann ich jetzt rausnehmen, den brauche ich nachher für Garnitur. Wok. Ja. Ist gesund, gell? So ist es. Kenne ich. Und von Woking. In diesem Wok tue ich auch gerade das Gemüse dämpfen. Dann nehme ich Erdnussöl durch Mungosprossen drin. Und es muss schön heiß sein. Ich merke jetzt gerade vom Rösten ist es noch nicht ganz so heiß. Also da kann man richtig heiß braten. Weiter vom Gemüse habe ich den Lauch und den Kabis, den ich Streifen geschnitten habe. Während der hohen Hitze und während dem Wenden im Braten, das ist das Rührbrot. Und das mache ich jetzt. Dadurch bleibt die Farbe schön erhalten. Du, Susanne, ja? Ich denke, da habe ich eine super Idee gehabt. Man könnte doch Bio-Crevetten züchten. Der Gut gibt es schon lange. Ich weiss das schon, aber weisst du, wie es sind? Die Bio-Schrimps von Coop Naturaplan stammen aus den ersten weltweit biozertifizierten Betrieben in Ecuador und in Vietnam. Die gekochten Bavetti habe ich jetzt zum Gemüse hineingegeben, auch Crevetten dazu. Und jetzt soll ich es nur noch eigentlich heiss werden, also nicht mehr richtig kochen. Jetzt geht es hier ans Anrichten. Natürlich mit diesen schönen verschiedenen Farben sehen wir so richtig schön exotisch. Brauchen wir noch ein bisschen Crevetten, damit das so exotisch wird. So. Und jetzt kommt noch die Garnitur. Und für das habe ich am Anfang den Sesam geröstet. Und den brauche ich jetzt gerade. Da nehme ich einfach pro Teller schön zwei Crevetten, tue die zur Hälfte im Sesam drehen. Und voilà, so haben wir hier eine ganz effektvolle Garnitur. Und das wäre unser Abendessen. Das Rezept könnt ihr natürlich nachlesen in der Coop-Zeitung oder im Internet. Sie alle kennen ja Villeroy und Bosch. Was? Villeroy und Bosch, genau. Und die machen ja Dings. Schön designte, so super. Wie? Gläser, genau, Gläser. Und die Gläser, die gibt es ja im Coop, logisch. Und schauen Sie mal, wie Sie die Gläser machen. Ha! Ja, so geht's schon. Die Herstellung von Kristallglas hat in der Toskana eine grosse Tradition. Auch die Glaskreationen von Villeroy und Bosch kommen von hier. Transparent, glitzernd und unendlich vielseitig. Das Villeroy und Bosch Kristallglas gehört zu der obersten Spitze Glas. Jedes einzelne Glas von Villeroy und Bosch muss durch eine sehr strenge Qualitätskontrolle, bevor es zum Konsument kommt. Was der strengen Richtlinie nicht entspricht, das wird sofort aussortiert. Erst wenn jedes Glas auch die letzte Prüfung bestanden hat, wird eingepackt. Bis zu 10 Mal wird genauestens untersucht, damit Sie möglichst lange Freude an einem perfekten Glas haben. Bis am 29. Januar können Sie noch Punkte sammeln für die Kristalltrophäe. Und dann machen Sie mit der vollen Punktekarte Folgendes. Sie schicken Sie nämlich mir. Coop, Chef. Nein, ja nicht. Ja nicht mir schicken. Am besten mit dieser Karte in den nächsten Coop-Laden. Denken Sie daran, am 12. Februar ist endgültig Schluss. Der Bellsalami Alfredo ist 30% günstiger. Das Coop-Hackfleisch gemischt ist 33% günstiger. Und das Netz Tarocco Orange ist 35% günstiger. Heute zählt doch einfach, was man zahlt. Was sind jetzt Crevetten? Vollkorn-Crevetten. Wollen Sie ein bisschen viel Sesam dran haben?
Schönen Abend, ade miteinander. Ade miteinander. Das sind jetzt Crevette oder Shrimps? Garnelen.